Diese Tonaufnahmen sind eine absolute Mars-Sensation. Denn was klingt wie Kiesel in einer Blechdose, sind die allerersten Geräusche eines Rovers, während er über das Gestein des roten Planeten fährt. Ganze 27 Meter legte der Rover Perseverance mit seinen 6 Metallrädern zurück. Seine sensiblen Mikrofone zeichneten die Geräuschkulisse auf dem Planeten auf und schickten sie an die NASA. Am 18. Februar landete der Rover nach 203 Tagen und einer spektakulären Reise auf dem Mars. Dann schickte er bereits erste Tonaufnahmen an die Erde. Das Gefährt ist gerade mal so groß wie ein Kleinwagen und wiegt etwa 1000 Kilogramm. Ganze 2,2 Milliarden Euro kostete seine Entwicklung. Auf dem Mars soll der Rover in den nächsten 2 Jahren nach früherem mikrobiellem Leben suchen, sowie das Klima und die Geologie des Planeten erforschen. Wenn alles gut geht, kann er so den Weg für eine bemannte Mission ebnen. Mehr Nachrichten und Breaking News nur bei Bild. Schau dir hier das nächste Video an und vergiss nicht zu abonnieren.